Oh mein Gott, bist du lost? Ready? I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. Direkt Mobbing. Direkt Mobbing. Ankommen und direkt mobben. So. Haltung. Ja, ich bin jetzt da. Ich kann jetzt halten. Ich bin lost. Ich kann naschen. Verbot. Natürlich war es unglaublich. That was truly amazing. Why are explosions so awesome? That's like asking why are puppies cute. Some things just are. I'm not sure your mom would see it that way. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. I'll be excavating the closet. If you see anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile over there. Square Enix. Der letzte Life is Strange Teil. Feels like I've spent half my life hanging out in this room. Probably because I have. I can't believe those days are all over now. In a few days, my whole family moves to Seattle. I have no idea when I'll see Chloe again. This could be my last chance to say goodbye. Tell your best friend that you're leaving her. I better help Chloe with her cleaning. And while I'm at it, I can take one long last look around this place. Chloe keeps trying to get me to hop on her board. I'd rather take pictures. No. Whoa. Talk about embarrassing. Shady Mesh Ape? Das können wir ja wegwerfen. How about these boy band trading cards? Super cringeworthy. Yeah, and hilarious. Remember when we gave them all makeovers? Dystopie mit Filzstift. Damals war es lustig. Ja, Dystopie mit Filzstift. When you drew boobs on all of them. I was so mad at you. And yet, our friendship lived on. So too will these cards. Ach, man, gut, dass Chloe sich von allem trennen würde. Sagt sie jetzt noch was anderes zu diesen Karten? I guess these really are pieces of our past. Then again, so is this whole room. Chloe's such a nerd. She hangs on to all her old textbooks and school supplies. No. Eine halb gegessene Wunderkugel. We bought this as a gag years ago. I honestly can't believe Chloe still has it. Nee, ich auch nicht. What about this half-eaten jawbreaker? A serious biohazard. You promised me we'd finish it together no matter how long it took. Don't be a quitter. Ablecken, wegwerfen. Ablecken, wegwerfen, ablecken. You're right. Yes! The never-ending candy lives on.
Kapuzenpulli. Chloe's had this hoodie for years. It's her favorite. I don't think she'd meet. What are you doing? Your favorite hoodie. You must have thrown it in by mistake, right? No. Da sind so viele Löcher drin. It's filled with holes and falling apart. That never stopped you from wearing it before. It's fine. Really. Ach so, so eine halbgeleckte Wunderkugel will sie nicht wegschmeißen, aber ihren Lieblingspulli. Immens wichtig. Chloe's been beating me for a while, but that growth spurt could come any day now. Stimmt. I think Chloe used to call this guy Mr. Sharky. I doubt she plays with it anymore. Wenn das Zimmer halt noch so anders steht. Mein Süßer, was suchst du denn hier? Chloe, I haven't seen you touch this guy in years. Why do you care? Why do I care? If you throw my beloved childhood friend into the trash? I don't think that deserves an answer. Sorry, chum. That's better. Uha. Okay, whenever I'm ready, I can go tell Chloe I'm done arguing about trash with her. Wir gucken uns jetzt hier um. A lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. What? People say a lot of things Prescott. About the Prescott family. But ah ja. This is pretty cool. Haben die Prescotts erstmal Chloes Kram da gesponsert. I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. Sehr geehrte Eltern, herzlichen Glückwunsch. Ihr Kind Chloe Price wurde für September 2008 an der Blackwell Academy zugelassen. Wir haben ca. 100 Schülern aus 1200 Bewerbern einen Platz an unserer Schule angeboten. Ihr Kind übertrifft in sämtlichen Kriterien alle Erwartungen für die Zulassung. Am 26. März wird ein Tag der offenen Tür für zugelassene Schüler und Eltern stattfinden. Der 2. April ist der Stichtag, um uns über Ihre Absicht bezüglich der Zulassung zu informieren. Ein Formular für Ihre Antwort ist enthalten. Falls Sie finanzielle Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte das Büro für finanzielle Hilfeleistungen von Blackwell. Wir freuen uns darauf, dass Sie und Chloe in der Blackwell-Familie willkommen zu heißen. Mit freundlichen Grüßen, Marco S. Gonzales, Leiter der Zulassungsstelle. Und was machst du da? I still can't believe you're a Blackwell Academy. Maya, du hast einen Schaden, hast du. How is it? Oh, the class is incredible. The teachers are actually smart. And the lab is legit. Petri dishes for days. What about the students? Are they as stuck up as you thought they'd be? They're fine. Chloe, you are terrible at hiding your feelings. Is everything okay? I don't know. I like hanging out with normal people. Like you. Thanks. Aww. I guess. You know what I mean. I hate fake people. You're real. Thanks. Gibt es hier eigentlich auch? Oh, keine Karte? Okay. Okay. Oh, eine Polaroid. Hey, what's your dad's camera doing in here? Dad said I could bring it up here for you to use. He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. His words. Your dad is the best. Sure. Just don't ever tell him that. We need to keep him on his toes. You're off to a great start. Actually, it's kind of cool. Super, wir haben ein Foto gemacht. Oh, ein Zauberkasten. This seems like a good candidate. Are you insane? That's my entire magic collection. Do you know how many weeks of allowance this cost? You haven't touched these since the 5th grade talent show.
Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secrets. Put it back. Sie hat ihren Lieblingspulli weggeworfen, also komm schon. Ach ja. Erstmal ins Bett legen. It's so hard to believe. This room, this house, this town. All in the past now. Or soon to be. Who even am I without Chloe? She's the one who's always starting things, pulling us into adventures. I can't imagine life without her. Maybe I haven't told her I'm leaving yet because I still can't believe it's real myself. That's it. That's really, really sick. As usual, Chloe's grades are better than mine. I still kick her butt in PE, though. Sport hat sie nur ein B. Oh, nein! Sea dive. Ein leuchtender Bär! Let this box of trash be a sacrifice to you, oh almighty Chloe Bear. Chloe and I haven't played this game in forever. And oopsies. I'm pretty sure it's missing pieces. Oopsies, swap game, okay. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. Wir spielen das nie. Chloe, we haven't played this game in years. And it's missing half the pieces. Nice try, Max. But you can't erase your shame that easily. Wir haben es versucht. This was our first unsupervised concert together. It was so much fun. We were supposed to see another show next month, but... How sick was that show? The sickest. I've been working on my moves for the next one. Check it out. Lauf mal hier. How about you? Any new moves? Total. Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn, Caulfield. Save something for when it counts. All right, back to the junk mines. So anständig an. We had to go to one concert together before I left. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Well, besides Bongo, of course. Ist der jetzt Bongo? Chloe's mom wanted Ach, die Katze to go through war Bongo. This pile of old clothes and find stuff to donate. Instead, we played dress up for an hour. Comic strip. Chloe's had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. I hope Dr. Kloenstein's okay. Tja, da haben wir uns alles angesehen. Wir dürfen nichts wegschmeißen. Super Klo. Oh. Live fast, die young, and go out with a bang. Rest in pieces, doll. Rest in pieces, jo, ist richtig. Lass mal gehen, Chloe. That's it. I'm calling off the search. If you want more trash, you'll have to find it yourself. Well, it wasn't exactly the purge Mom was hoping for, but
At least we tried, right? Right. And now we've got the whole day ahead of us. What do two undersupervised friends with clean rooms and clean slates want to get into today? I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I could let us enjoy the day first and tell her later. Nein, wir sagen es erst später. The possibilities are endless. Got anything in mind? Actually, you bet your ass I do. I found this when I was digging around before you got here. You're gonna flip! Do you have any idea what this is? Etwas mit Piraten? Whatever it is, it looks like it came out of our pirate phase. Your powers of deduction are as strong as ever. This tape is from 5 years ago. It's a message from our past selves to our current selves. So we were 8 years old? That's crazy. I can't even imagine what we sounded like. Ready to find out? Avast, future wayfarer! Ye have uncovered the audio log of the most fearsome pirates in the bays of Arcadia! Captain Bluebeard and Long Mac Silver! You are such dorks. So, you're in search of buried treasure, are ye? Well, if it's treasure ye seek, in mine eyes, but two fair pirate wenches. What? Dad, get away! We're in the middle of an important project! Oh, a project? Never mind then. I apologize. I mean it! Alright, alright. Supper's in five. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame. As I was saying, if it's treasure you seek, you've come to the right place. But be forewarned, the journey will be treacherous and full of treachers. Nice. To find the treasure of Price Isle, you will need the map from the manuscripts of Captain Bluebeard. Only the map can lead ye to the treasure ye seek, but be forewarned. Again, only those with pure hearts will be able to see what the amulet shows them. The amulet. Good luck. And, bye. Okay, super. Dude. Super professionell. Urkomisch. Hilarious. We were so... so ridiculous. We still are, Max. We still are. Okay, okay. Forget everything. Today, we go treasure hunting. Oh yeah, Schatzsuche. Let's do it! I think I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Our old sketchbook. This is where we kept all our pirate drawings. Yep. Now let's see this map. Property of Captain Bluebeard and Long Mac Silver. Oh yeah! Moon Cockpit, Gallery, Crow's Nest, Treasure Keep, Cannons. Oh wei. Schöne Fotos. Pogo the Pirate und die Gang. Kein Baden, keine Jungs auf dem Schiff, kein Teilen von Piratengeheimnissen, immer die Beute teilen, immer den Schatz vergraben, immer andere Piraten beschützen. Eine Missachtung dieser Regeln führt zum Lauf über die Planke. Logbuch des Kapitäns, ein weiterer Tag des Plünderns und der Zerstörung auf der Hohen See. Unser gerade erst vergrabener Schatz war wieder in Gefahr. Die fiesen Kommandanten Shelley Feinden... aller Piraten drohte uns, die Karte abzunehmen, falls sie sie sieht. Als Sicherheit hat sie gehört, wie wertvoll unser Schatz ist und will ihn uns stehlen. Wir tun unser Bestes, die Karte geheim zu halten, während wir weiter an ihr arbeiten. Wenn unser Feind unseren Schatz so dringend haben will, müssen wir sicherstellen, dass nur wir, Captain Blaubart und Long Mac Silver, die Karte lesen können. Auf zu weiteren Plünderungen und Reichtümern. Captain Blaubart. Long Mac Silver. This looks like a page was ripped out.
I wonder if it's the map. Hey, check this out. This page was ripped out. Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings? All right. Time to find this map. Skizzenbuch. Was haben wir hier? Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Gute Arbeit, Chloe, wie immer. Bitte pass jetzt noch im Unterricht auf, statt Maxine-Bilder zu malen, Sozialkunde. Nice! People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. Das hatten wir schon. Und sehen? I remember writing this. It's a story where you choose what happens. Wonder if I could still get to the end. Seite 1. Du bist Max und Chloe. Du bist Max und Chloe, beste Freunde und Schüler in der Schule. Okay. Ich glaube, es soll ihr seid sein. Da steht ja auch you are. Kann immer ihr sein. Du sitzt im Unterricht, als plötzlich ein niedliches Eichhörnchen am Fenster erscheint. Es ist so süß. Möchtest du erstreicheln? Das Eichhörnchen streicheln? Nicht streicheln. Oh doch, wir streicheln das Eichhörnchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du gehst zum Fenster und streichelst das Eichhörnchen. Warum auch nicht? Es ist ein niedliches Eichhörnchen. Du willst es streicheln. Hi, Herr Eichhörnchen, sagst du. Ah, hör auf mich zu beißen, sagst du als nächstes. Denn das Eichhörnchen beißt dir in die Hand. Aber es ist zu spät. Du hast Tollwut. Mrs. Anders muss dich erschießen, damit du niemand anderen beißt. Das macht sie sehr traurig. Eichhörnchen sollte man wohl besser nicht streicheln. Hm. Ja, dann gehen wir zur Seite 3. Warum magst du keine Eichhörnchen? Sie sind so süß und lieb. Du musst echt gemein sein. Das Eichhörnchen wirkt verärgert, dass du es ignoriert hast. Es kommt hereingelaufen, stiehlt dein Buchreferat von deinem Schreibtisch und rennt wieder raus. Du sagst der Lehrerin, das Eichhörnchen hat mein Buchreferat gestohlen. Aha, ja klar, natürlich, antwortet Miss Anders. Sie glaubt dir eindeutig nicht. Was tust du? Das Eichhörnchen jagen oder in der Klasse bleiben? Lass mal das Eichhörnchen jagen. Sobald Miss Anders sich umdreht, springst du aus dem Fenster und jagst dem Eichhörnchen hinterher. Das ist eine ganz schlimme Sache und du hoffst, dass du deswegen später keinen Ärger bekommst, aber vermutlich wirst du das. Draußen siehst du dich um, doch du siehst das Eichhörnchen nicht. Ist es fort? Da ist es. Es steht neben einem Eingang zur Kanalisation. Du rennst auf es zu, doch es bekommt Angst und springt runter. Oh Mann, willst du wirklich da runtergehen? In Kanalisation springen? Einen anderen Weg finden? Spring mal rein. Du bist wahnsinnig dumm. Durchgestrichen? Echt? Wahnsinnig mutig. Du springst runter in die Kanalisation. Glücklicherweise landest du auf einem Haufen aus Müll, Bananenschalen und dreckigen Windeln. Puh. Du hörst in der Entfernung etwas, das wie ein Eichhörnchen klingt, also rennst du los, um ihm zu folgen. Du läufst an vielen Abzweigungen entlang. Schließlich gabelt sich der Weg. Doch das ist nicht der richtige Moment zum Essen. Also hast du keine Zeit für Gabeln und wendest dich den zwei Wegen vor dir zu. Auf dem Boden siehst du links eine Spur winziger Abdrücke und rechts eine Spur angenagten Papiers. Welcher Spur folgst du? Hä, dem Papier? Oh. Gute Entscheidung. Du gehst nach rechts und folgst der Spur angenagten Papiers. Du läufst eine Weile und landest in einer dunklen Ecke. Auf einmal bricht der Boden unter dir weg. Du schwimmst in einer Art Warmflüssigkeit, fast wie eine große Pfütze, außer, warum schmeckt diese Flüssigkeit nach Eicheln? Ein helles Licht erstrahlt. Du bist gar nicht in einer Pfütze, sondern in einer großen Schüssel Eichelsuppe. Um dich herum stehen Eichhörnchen mit Löffeln und kleinen Schürzen. Sie sind so süß und die Suppe wird immer heißer. Du warst wohl doch nicht so schlau. Wenigstens wirst du lecker sein. Ende. Hm. Okay, und wenn wir jetzt nach links gehen, Seite 9. Rechts so. Ich meine links. Was richtig war, es ist etwas verwirrend. In der Entfernung siehst du das Eichhörnchen, aber es bewegt sich nicht. Tatsächlich ist es tot. Wer würde ein armes Eichhörnchen umbringen? Plötzlich erzittert der Boden. Um die Ecke kommt eine gigantische Ratte. Es ist die größte Ratte, die du je gesehen hast. Das größte Wesen oder Ding, das du je gesehen hast. Es ist der Rattenkönig. Der Rattenkönig trägt eine Krone und steht auf einem Thron aus all deinen fehlenden Hausaufgaben, darunter auch dein Buchreferat. Was tust du? Drauf zulaufen oder weglaufen? Oh, drauf zulaufen?
Dein Vater sagt immer, du sollst auf deine Probleme zusteuern und nicht vor ihnen weglaufen. Unglücklicherweise hast du dir einen echt schlechten Zeitpunkt ausgesucht, endlich auf ihn zu hören. Du rennst direkt in den auf den Rattenkönig zu. Zuerst wirkt er überrascht. Du versuchst ihm ins Gesicht zu schlagen, doch du hast seinen langen, ekligen, haarigen Schwanz vergessen. Er umwickelt dich wie eine Königsbohr und stopft dich in sein Maul. Er verschlingt dich mit einem Schluck. Jetzt kannst du herausfinden, wie das Innere einer Ratte aussieht. Das würde einen tollen Wissenschaftsbericht abgeben. Bloß schade, dass du nicht mehr leben wirst, um irgendwem davon zu erzählen. Ende. Hm, toll. Weglaufen wäre Seite 5. Du bist weggelaufen wie ein Angsthase. Ich mach dir keinen Vorwurf, das Teil ist widerlich. Während du wegläufst, fällst du fast über ein kleines, glänzendes Objekt. Du hebst es auf, es ist ein Feuerzeug. Deine Mutter lässt dich nie mit welchen spielen. Aber sie ist jetzt nicht hier, oder? Das ist deine Chance, den Rattenkönig zu töten und die Hausaufgaben aller Schüler ein für alle Mal zu beschützen. Das ist deine Gelegenheit, ein Held zu sein. Tust du es? Nur ein Scherz, dir bleibt keine Wahl. Du kannst vielleicht einige Entscheidungen treffen, aber ich bin immer noch der Schriftsteller hier. Du musst den Rattenkönig angreifen. Aber wie willst du ihn angreifen? Seinen Schwanz verbrennen? Seinen Thron verbrennen? Seinen Schwanz verbrennen, Seite 11. Du entscheidest dich, seinen ekligen, langen, haarigen Schwanz zu verbrennen. Guter Plan. Wusch, der Schwanz des Rattenkönigs steht in Flammen. Ihm gefällt das gar nicht. Er dreht durch und wedelt wie verrückt mit seinem Schwanz. Erinnerst du dich an all den Müll und all die dreckigen Windeln in der Kanalisation? Die sind hochentzündlich. Plötzlich fängt die ganze Kanalisation Feuer. Du bist umzingelt von widerlichen Müllflammen. Ist das wirklich, wie du stirbst, in der ekligen Kanalisation mit dem Rattenkönig zu verbrennen? Ja, ist es. Ende. Wow. Was war das andere? Ein Thron verbrennen, 13. Du entscheidest dich, den Thron des Rattenkönigs zu verbrennen. Es bereitet dir Schmerzen, all diese tollen Hausaufgaben zu verbrennen, darunter auch dein Buchreferat. Doch du denkst daran, dass es aus gutem Grund geschieht. Sobald der Thron in Flammen aufgeht, schreit der Rattenkönig auf: Nein, mein Thron! Plötzlich beginnt der Rattenkönig zu schrumpfen. Bald darauf ist er wieder so klein wie eine normale Ratte. Er kann nicht mal aus seiner riesigen Krone herausklettern. Oh, er ist jetzt so niedlich. Du rennst zurück ins Klassenzimmer und erzählst Miss Anders alles über den Rattenkönig und das, was passiert ist. Sie vergibt dir nicht nur, dass du kein Buchreferat hast, sie erklärt dich auch zur größten Heldin der Schule. Was auch sonst. Ende. Bis zum nächsten Abenteuer mit Max und Chloe. Das ist so einfallsreich, Maxine und Chloe. Aber erledigt nächstes Mal bitte das Buchreferat, das euch aufgetragen wurde. Irgendeine Seite... Oh. Eichhörnchen nicht zu jagen. Als du dein Buchreferat halten sollst, sagst du Miss Anders, dass dein Eichhörnchen damit stiften gegangen ist. Sie glaubt dir nicht. Erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, dass sie dir nicht glaubt? Warum hörst du nicht zu? Du sollst besser aufpassen. Jedenfalls meldet Miss Anders dich dem Direktor und bald darauf fliegst du von der Schule, weil du eine schlechte Schülerin bist. Ohne Schule kannst du keinen Job bekommen und kein Geld verdienen. Jetzt lebst du in einer Hütte ohne Fernseher und nimmst Drogen. Bald wirst du tot sein. Du hättest besser aufpassen sollen. Super. Die hatten wir. War das? Ah, okay. Aber es gibt einen anderen Weg. Plötzlich erscheint eine Glühbirne über deinem Kopf. Du benutzt sie, deinen Weg zurück zu deinem Haus und zu erhellen und ins Badezimmer zu gehen. Du steigst mit einem Fuß in die Toilette und ziehst ab. Wusch. Und schon bist du in der Kanalisation. Auf dem Boden siehst du links eine Spur winziger Abdrücke und rechts eine Spur angenagten Papiers. Okay, das hatten wir ja theoretisch. Ist kreativ. Take that, Rat King. Ist auf jeden Fall kreativ. Don't move. This angle is perfect. Why be shy? Get in here, dude. Mit Chloe posieren, Chloe alleine fotografieren. Subject and photographer. You really do it all, Max. I try. Oh. Lehrbuch. Aha. Bingo. Bongo. Warum rennen sie eigentlich durch die Wohnung, während Chloe da so rumschlammelert? Oh, schönes Foto. Dunkle Höhle, Chloes Geheimversteck. Amulett?
Schatzinsel, Price Schloss. I'm remembering this now. Didn't we make some crazy puzzle? You need the telescope and the amulet, which we hid inside a dark cavern, aka the attic. Ugh, why did we do that to ourselves? Because we were 8 years old and the attic was the scariest place we could think of. Ist noch dort immer noch beendet? Ob es noch dort ist? You think it's still there? Should be. As long as the clean police haven't gotten to it first. Okay, and once we have the amulet and the telescope, we use them to reveal the treasure. Somehow. Here's what's happening. I'll head to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. We'll meet out back at the pirate ship. You mean the swings? Yes, the pirate ship. Captain Bluebeard and Long Mac Silver ride again, bitches! Auf geht's! Ride again! I'm so into this. If this has to be my last day here, might as well have a final pirate adventure. Genau so ist es. Okay, Chloe said she hid the amulet in the attic. The only way in is through the broom closet. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. Dann rein da. There it is, the dark cavern. Oh yeah. Crap. I can't get into the attic if I can't even reach the door. I need to find something to stand on. I'm sure I can find something around here to boost me up. Eine Kiste. Sie ist immer noch zu klein. I gotta find something I can stack on top of it. Weil sie zu klein ist. Hier ist aber nichts mehr. Werkzeugkasten. Seems like Chloe's dad always has a project around the house. Okay, kein Werkzeugkasten. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't get it. Chloe's Schweinchen! Halt stopp! Well, halt stopp! Schweinchen, schön, dass du da bist. Was habt ihr gespielt? Was habt ihr gemacht? Wo ist mein So? Da ist mein So. Zombie. Was ist Zombie? What can I set on top of that crate? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch ein Spiel, was Zombie heißt. Ich bin mir aber nicht sicher. Dankeschön! Ein Zombie-Horror. Nein! Wirklich? Let me google that. Zombie-Spiel. Zombie. Dann ist das, glaube ich, wirklich sogar das, was ich im Kopf habe. Bild sieht zumindest so ähnlich aus. Ich glaube, ich kenne das. Moment. I might be able to find something in Chloe's parents' room. Hab's gefunden. Ich kenn's, ist ein gutes Spiel. Wusste ich doch. Sagt mir was. Wenn ich weiß, mir sagt was irgendwas, dann weiß ich, es sagt mir irgendwas. Ist ein ganz cooles Spiel. Ist eine ganz lustige Story. Seid ihr damit schon durch? Oder, ich meine, so lang war das Spiel, meine ich auch nicht. I slipped and broke this post a few years ago.
But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. Das stimmt, das ist ein ganz cooles Spiel. Gerade auch so dieses Überlegen, wie mache ich welchen Zombie platt und so. Wenn ich mich nicht irre, gab es da ja auch für manche so ein paar Tricks und für manche einfach welch und so. Aber es ist ein cooles Spiel gewesen, daran erinnere ich mich noch. What can I set on top? I don't think I've ever actually seen anyone reading these books. Klingt nach mir, ich würde auch fast alles mitnehmen, wenn ich könnte. I always like to imagine I could open that wardrobe and step into another world. I don't think I could ever handle a real life murder investigation. The Two Whales makes the best Belgian waffles. No other diner could even come close. Baseballschläger oder Schrotflinte? Ja gut, das geht auch. Einfach immer drauf. So, mit dem Baseballschläger, ein Teil der Möglichkeiten des Zombie-Killens, hat mich das damals an... Ja, jetzt fehlt mir wieder der Name. Mir fehlt der Name. Wenn es mir wieder einfällt. Chloe's parents are so cute. War auch so ein Zombie-Spiel, da konntest du alles Mögliche nehmen und auf die Zombies draufhauen. Also wirklich alles. Is that an email from the principal at Blackwell? Chloe did act a little strange when I asked her about school earlier. War glaube ich auch ein Rockstar-Spiel. The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. Dead Rising? I wonder what about. Kann ich gerade gar nicht sagen, ob das Dead Rising war. Wie gesagt, ne. Sag ich dir sofort. Dead Rising. Bilder? Doch. Ja. Ja. Dead Rising. Super. Dying Light ist auch geil, aber... Nee. Da kannst du nicht alles Mögliche nehmen. Da baust du dir alles Mögliche. Zumindest im ersten Teil. Den zweiten habe ich noch nicht... Den zweiten habe ich noch nicht gespielt. Das DLC auch nicht. An William. William Price und Joyce Price. Dead Rising ist auch ein schönes Spiel, ja. Termin diese Woche. Hallo Mr. und Mrs. Price. Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass wir uns freuen, Chloe in Blackwell zu haben. Bitte seien Sie versichert, dass Ihr Stipendium zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr ist. Allerdings scheint es, als habe Chloe Probleme damit, sich an ihre neue Umgebung mit größeren Herausforderungen zu gewöhnen. Ich schreibe Ihnen, damit wir einen Termin vereinbaren können, um uns über einen Vorfall in der letzten Woche zu unterhalten. Ich mache mir große Sorgen um Chloes Verhalten und würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, um es so schnell wie möglich zu korrigieren. Ich bin mir sicher, Ihnen liegt genauso viel an Chloes Erfolg wie uns. Die Zukunft braucht Exzellenz. Mit freundlichen Grüßen, Ray Wells. Den zweiten muss ich auch noch spielen. Kinder für eins in- und auswendig. Ja, eins war echt. Eins war ein ganz klassisches Spiel. Die Story war auch super. Die war echt klasse. Fies waren halt immer die Viecher bei Nacht. Und es war ein bisschen makaber, die Baby-Zombies zu betiteln mit ruhig stellen. Oder beruhigen, hieß es. Beruhigen. Bisschen makaber, aber kann man machen. Es beruhigen. Okay, wir beruhigen es. Betreff Re-Termin diese Woche, Ray. Chloe war nicht die einzige Schülerin, die sich an dem Tag falsch verhalten hat, und wenn Sie mich fragen, ist Marissa Rogers nicht das Opfer, sondern diejenige, die sich des Mobbing schuldig gemacht hat. Vielleicht wäre Ihre Schule eine Umgebung mit weniger großen Herausforderungen für Ihre Schüler, wenn beide Seiten angehört würden, bevor jemand die Schuld zugeschoben wird. Kümmern Sie sich um Ihre Schule, ich kümmere mich um meine Tochter. Oh. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nachtzombies habe ich irgendwann gejagt. Ja, natürlich, irgendwann jagst du die, aber zu Anfang ist das dann so, scheiße, es wird dunkel, bloß schnell irgendwie weg hier, bloß schnell in eine Safe Zone. Ganz schnell, scheiße! Daran erinnere ich mich noch. Er war schon fies. Die Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Diese Art Leute sind der Grund, warum ich Chloe nicht im Blackwell haben wollte. Wir klären das, versprochen. Ich liebe dich auch. Nachricht für dich auf dem... Ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Miss Rogers rief an, während wir gestern weg waren, und hinterließ eine Nachricht. Sie ist noch auf dem Anrufbeantworter, aber sei bitte vorsichtig, wenn du sie dir anhörst. Ich möchte nicht, dass Chloe es mit anhört. Wir müssen herausfinden, was wir jetzt machen. Ich weiß, der Direktor sagte, ihr Stipendium ist nicht in Gefahr, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Sometimes I really wish I had siblings. Irgendwann, gegen 250, ich weiß das gar nicht mehr. Es ist so Jahre, also ich habe das gespielt, also vor 7 Jahren oder so. So 2015, in dem Dreh, 2016. Also ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch ich damals gewesen bin. Betrifft, danke für den Hochdruckreiniger. Wer ist denn Aaron Price? Hi Aaron, ich habe heute endlich deinen Hochdruckreiniger ausprobiert und wollte nur mal Danke sagen, dass du ihn mir leihst. Er wirkt Wunder. Es ist zwar nicht unser Traumhaus, aber jetzt kann es immerhin die richtige Farbe haben. Falls du nächstes Wochenende vorbeikommen möchtest, um mir zu helfen, ist ein kaltes Bier für dich drin. Ruf mich an. Ich hoffe, auf der Arbeit läuft alles gut. Sag Linda Hallo von mir. Okay. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Chloe is such a nature nerd. I bet she's gonna love it. Auf zum Grand Canyon! Low strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? It's awesome that Chloe wants to teach kids. She'd be really good at it. Was sagen, damals habe ich es auch zu zweit gespielt, das war ganz lustig. Weil es halt einfach ein super Multiplayer machbar war. Almost there. I just need a few more inches. Wie? Immer noch? Not bad for an improvised stepladder, but it's still not tall enough. Du bist zu klein. Nur ansehen. Sollte dann, ja. Kann man ja alles machen. Oh, auf jeden Fall ein klasse Spiel. Dying Light war echt schön. Das Story, du hast viel dabei zu tun. Irgendwie dauerhaft was los. I think that should be tall. Die ganzen Nebenquests, die ganzen Pakete, die man einsammeln konnte. Beziehungsweise diese Vorratskisten. War immer gut zu tun. Zombiespiele sind schon echt klasse. Zombiespiele, vielleicht bist du während Resident Evil mal hierher gestolpert. Sieben hatte ich. Ne, acht. Acht ist jetzt das aktuelle Village. Hatte ich gespielt. Man, there is a ton of stuff up here. How will I ever... There it is. Zombiespiele sind Töfte. Ich mag die. Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. I need to find a way through. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets her sentimentality from. Nee, acht habe ich mir nicht angeguckt. Nee, dann wahrscheinlich nicht. It took this thing like 100 years to rewind the land before time. Weil du acht noch spielen willst, sondern nicht gespielt hast? Oder weil es nicht so dein Ding war?
Ich meine, ich gucke mir auch keine Streams von Spielen an, die ich schon, die ich noch spielen möchte. Ich mag es nicht, mich irgendwie in solchen Spielen spoilern zu lassen. Ach, bin ich irgendwann selbst blind? Ja, gut. Das kann ich dann verstehen. Ich gucke halt meistens auch entweder Spiele, die ich sowieso nicht spielen werde, und dann, weil mir der Mensch gefällt, der das streamt, oder Spiele, die ich halt schon gespielt habe und gucke, wie die anderen Leute sich so da schlagen. Aber Spiele, die ich noch spielen will, gucke ich mir nicht an. Mache ich nicht. War eine Stelle, wo ich mich nicht weiter traue. Oh. An welcher Stelle denn? Ich meine, ich kann es verstehen. Ich stand auch bei vielen Stellen und habe gesagt, ich gehe hier nicht weiter. Meine ich. Kann ich verstehen. Ach, das ist schon teilweise echt heavy. Ich kann das. Worauf verstehen. Also 8 hat teilweise Stellen. Nein. Nein. Aber 7 auch. Maus mit dem, ich glaube, es war ein Embryo. Maus mit dem Embryo. Es kann sein. Ein Embryo spielt da ja schon eine große Rolle in dem Spiel. Ist er zuerst in dem Haus von der Vampirtante? Hm. 7 in VR-Metronzüge. Das kann ich so gar nicht sagen. Ich habe die Spiele halt nicht in VR gespielt. Mag daran liegen, dass ich keine VR-Brille habe. Welche Reihenfolge hat man die denn? Ich glaube, die Vampirtante. Dann kam dieses Wassergedöns. Ja, Vampir und dann noch Wassergedöns. Finally. Ach, kein VR mehr. Echt, 8 ist nicht in VR? Hätte ich nicht gedacht. This is a nice close-up shot. Ach, das ist doch auch in der Ego-Perspektive gewesen. Da kann man. Warum ist das nicht in VR? Verstehe ich nicht. This thing is cool, I guess. I wish I could remember how it works. Ach. Resident Evil ist nicht in. Das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Das macht mich jetzt fertig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Lee Price. My best friend. It's so weird being back in Survival, Horror, Ego, Action. I remember being terrified of this place. What the Herbert? I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt. Hätte ich nicht gedacht. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. Hätte ich nicht gedacht. Are you just watching me up there, Creeper? You are one of a kind, Chloe Price. What? I'm lucky you're my best friend. Damn right you are, you mushy weirdo. Did you find the amulet? Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way. Genau, erstmal einen Schatz finden. Aber ich muss sagen, storymäßig kann ich nur empfehlen, Resident Evil 8 fertig zu spielen. Das ist
Erstmal Sachen machen. Viel Erfolg beim Sachen machen, Schweinchen. Danke nochmal für deinen Raid. Dude, you did it! No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. I better bring her the amulet before she makes me walk the plank. Sachen machen. Oh, Blumen. This was a fun experiment. I'm almost surprised we actually managed to grow something. It's not that I don't like the blue. I'm just sad to see the old color go. Oh nein. One time we stuck a bunch of this tape to Chloe's face to make a blue beard. Putting it on was a lot more fun than taking it off. Das kann ich mir vorstellen. Poor Bongo. Chloe took his death so hard. Bongo. Ach, Joyce. Chloe's mom comes all the way back here to smoke. Chloe and I have done lots of homework at this table. It's so weird we're at different schools now. I still wish I could live in the world we drew. Das ist eine schöne Welt. Oh, Ball! I've spent so much of my life here. Every little corner is familiar. Ball! Comforting. These games we're playing. Buried pirate treasure from our past selves. Is this why I keep pushing off telling Chloe I'm leaving? Because I don't want to ruin this time together. How am I going? What's up, dude? Bro. Don't you mean sis? Nerd. Maybe I meant nerd. Dork. Punk. Punk. Punks are cool. You know what, Max Caulfield? What, Chloe Price? You're the frickin' best. That's all. Oh. Talk about mushy. Where'd that come from? I was just thinking about how awesome this day is. And how awesome we are. Okay, enough of this shit. There's treasure to be unburying. Now so is this. Na Kanone! This thing looks so much smaller than I remember. I can't believe Chloe still has it. Actually, after this morning, morgen würde ich sagen. I can't. Oder so. Warum macht mein Dings hier Geräusche? Danke, 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 danke. I can't wait to see what we're supposed to do with the amulet. Yo-ho, yo-ho, a pirate's rum for me. Did yo-ho, you drink yo-ho. This? Yar. No, not really. I had to fish an empty bottle from the recycling bin. That's probably for the best. Some pirate you are. Oh, eine Limo-Flasche. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of soda in your hair. Super! Glider swings. The best way to simulate a storm on the high seas. Hey, Chloe. Yar. Über die Planke. Land in Sicht! Walk the plank.
Perfect. Ich wäre da ja runtergefallen. Oh. Wait just a minute. Yarr! You must ask permission before setting foot or peg on another captain's boat. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Granted. One amulet coming right up. Okay, I think it goes. Damn it. I forget how to make this stay on. Stay here. I think I saw some tape. Thanks, Max. Just some tape left between us and the treasure. Oh, ich komme da nicht durch. Oh nein. Oh, ein Laubhaufen. I wish this was big enough to jump in. It's only September. It'll be totally dive bombable in a few weeks. Yeah. A few weeks. Ja, brillant. Oh, schön. Lass mal das Klebeband mitnehmen. One step closer to getting that treasure. Whatever it is. Hallo Chloe. Hab dein Klebeband. Avast, matey. Have you brought me prize? Piratenklebeband, Malerklebeband, Piratenklebeband. Ahoy, Bluebeard. I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Well done, fellow scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever. Ich spring noch mal kurz. Los, Jacken was Neues zu trinken. Und sofort wieder da. Ich lass mal den beiden Dialog laufen. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Would you like to do the honors, Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Wait. How am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something. Here goes nothing. Okay. This drawing is supposed to line up with something. Opti-mopti, weiter geht's. So. Wähle das Teleskop mit R und drehe die Linse mit R1 und R2. Das sieht ja fast gerade aus. Und das sieht danach aus. Ich denke, das Drawing sollte die real world in etwas Piratey. Piratey! Vielleicht steht's doch auch noch auf dem Kopf. Oh ja, so sieht das schon viel realistischer aus. Was kommt denn als Boot in Frage? I think I have the right angle, but where does it line up? Was kommt als Boot in Frage? Got it. Ha. Oh, yes! You rock! Where is it? Here? Nach. Dein links, mein rechts. Okay, take a step left. Das ist mein links. You said left. Dein anderes links. Your other left. Go the other way. The other way to my other left? Just go that way. Das ist mein rechts, dein links. Now
Now come towards me. Bingo. Bingo, Bongo. Jetzt suchen wir einen Piratenschatz. Da hat jemand umgegraben, würde ich sagen. What is this? I don't know. Let's open it. Genau, lass es uns öffnen. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Bloody Bill. Chloe's dad is such a goofball. It's me, Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I... won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scroped. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ist klar. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you are so cute. Oh, der blaue Schmetterling. Check it out. Ugh, Maxine. Liebe Chloe, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Wir haben Sommerferien und erstellen eine Zeitkapsel für dich und mich in der Zukunft. Mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig, sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. Erstens Lieblingstier, arabisches Pferd, Max, Otter, Chloe. Lieblingsessen, Hummerrolle, Max, Kaffee-Eiscreme, Chloe. Lieblingsfach, Kunst oder freies Lernen, Max, Wissenschaften, Chloe. Beste Freundin, die andere, beide. Wie steht es mit dir? Bist du 12 Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm und so weiter? Das ist alles für den Moment. Ich hoffe, du hast als Teenagerin viel Spaß mit deiner besten Freundin. Alles Gute, Maxine Caulfield. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist die Aufzeichnung davon, wie wir unsere Tage verbracht haben. Kannst du erraten, welches davon wahr ist? Erstens, wir gehen auf dieselbe Schule und sitzen in der Pause immer zusammen. Was sonst? Zweitens, wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyjama-Party. Drittens, wir mögen extrem salzige Brezel.
Viertens, wir veranstalten ein Rennen, wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. Fünftens, wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können, und werden nur Goldfarbe benutzen. Sechstens, wir haben viele Feinde bekämpft und es nie im Stich gelassen. Was hast du geraten? Falls du alles davon geraten hast, liegst du richtig. Deine Freundin für immer, Chloe Elizabeth Price. So cute. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. I'm gonna draw something. All these memories. I want to look at everything. I wonder if that's the voicemail Chloe's mom was talking about. She did say she didn't want Chloe to hear it, but if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Anyone? Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Beiden klingt furchtbar. Du musst mir erzählen, die beiden klingen furchtbar. They both sound awful. Sag mal wieder. Marissa and her mom. Schön, dich hier wieder zu sehen. All Marissa talks about is like how much she hates her tutor, but she never does any homework. I told you, I hate fake people. Is everybody there like that? No, not everyone, but more than I'm used to. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science, just a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that... why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. That really sucks. I'm sorry. Yeah. Thanks, Max. It's good to see you, old friend. It actually might be really fun to write letters to Chloe after I move. A time capsule was such a good idea. This container looks like it could last 100 years. Moment, mal kurz, ich bin sofort wieder da.
So, ach, Leben mit Kindern. Ansehen. This container looks like it could last 100 years. Holy crap. It's the comic in Chloe's room. Oh god. Oh, this is gross. Skizzen von Erfindung. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things to do. Flaming fingers. Eine Vorhersage. Most of these are pretty far. Vorhersagen für die Zukunft. So hard to predict the future. Von Chloe und Max. Enjoy the present instead. Wir hängen immer noch miteinander rum. Mehr als mit irgendwem anders. Wir sind beide mittelmäßig beliebt. Wir sind beide mit unserem zweiten Freund zusammen. Wir treffen keine Entscheidung, ohne die andere zu Rate zu ziehen oder den sprechenden Schädel unserer Feinde. Wir haben beide ein Haustier. Chloe hat die Antarktis bereist. Max hätte mitkommen können, wenn sie gewollt hätte. Einer von uns hat eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Wir sind gut in der Schule. Messing up my picture. There are no mistakes in art. Chloe and I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move changing things. Halloween 2002. Oh. I still haven't told Chloe about my news. I can do that after I finish looking at everything. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Ooh, Max die Gamerin. Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Sailing by the wind. You sure were troublesome to find. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Jumping is going to last forever. Diese Wunderkugel wird ewig halten. This jawbreaker is going to last forever? Just like our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. Oh. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. No. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing, right? Ich glaube, sie macht es sowieso nicht, wenn ich mich recht entsinne. Chloe, Max. Doch, wir sagen ihr das jetzt. Want to tell you something. Okay. My family's moving to Seattle really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you.
I still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. Okay. No. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. Warum hast du so getan? Ich hätte es dir eher. Warum? Why did you pretend like you didn't know? I don't know. I guess I didn't want it to be true. We were both doing it, weren't we? All that pirate stuff, doing the treasure hunt. Wasn't that fun? Of course, but... Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. We'll keep in touch, okay? Also. And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Black flies on the windowsill. That we are, that we are, that we are to know. Winter stole summer's thrill. Ja, aber überall. See the sky is no man's land. A darkened plume to stay. Hope your needs a humble hand. Not a fox found in your place. Mitten in der Beerdigung abhauen. Alter, wie unsensibel sind diese Eltern? Waren die jetzt bei Chloe mehr oder minder groß geworden? Ist für sie wie ein zweiter Vater? Und die fahren einfach mitten während dieser Beerdigung den Umzug machen. Wie unsensibel kann man eigentlich sein? Max Eltern sind schon richtige Arschgeigen. Sensibel kann man sein. So mitten wäre dieser Beerdigung. Was ist das?
Vogel hast du? Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking. If I could just see you. But we'll get good at it. Great at it. We'll write and talk all the time. And then you'll come visit and... It'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never... Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always